Hey Leute, willkommen zurück bei The Legend of Zelda Wind Waker HD im Terra-Tempel, wo Licht und Schatten aufeinander treffen. Und wir sehen schon gleich hier oben an der Treppe lauern wieder weitere Gegner auf uns, aber das ist für uns doch kein Problem. Es wird wieder Zeit, etwas anzuzünden oder auch zu vereisen. Je nachdem. Wie wollt ihr es denn gern, hä? Ich serviere am liebsten hier Moblin-Fleisch eiskalt, ja? Oh Gott, das ist keine gute Idee gewesen, hier so reinzustürmen. Bäms! Tiefgekühltes Hackfleisch, ja? Und, ups, na gut, so geht's vielleicht auch. Was zum, ach du ver... hast den falschen markiert, deswegen. Na gut, so geht's auch. Hi Medoli übrigens, was machst du da? Ups, oh. Jetzt sind unsere Controls reversed, Mensch. Nein, Link, nein. Gott sei Dank kann ich ganz gut damit umgehen. Ja, jetzt ist er tot auch noch. Super. Was hast du jetzt davon, ne? Ganz toll gemacht, lieber Geist. Mensch. So, wir müssen mal kurz zu Medoli wechseln, ja? So, alles klar. Dann fliegt er mal hoch. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht von Medoli Besitz ergreifen. Geht das überhaupt? Keine Ahnung. So, du wirst jetzt erstmal hier angestrahlt, beziehungsweise noch nicht direkt. Hat er vor Schreck erstmal die Lampe fallen lassen. Oh mein Gott, Licht. Mensch, wie schrecklich. So. Wir müssen uns den Weg jedenfalls freistrahlen. Wieder mit weiterem Licht. Ach, ich liebe dieses Element. Bitte mehr davon in Zukunft. Rums. Was gibt's denn hier noch? War da nicht noch irgendwo ein Symbol? Ach, das könnte auch damit zusammenhängen, wenn man den hier erledigt. Also los geht's, Link. Na, warte. Dich kriegen wir. So, was bewirkt das? Bewirkt das irgendwas? Ja, natürlich. Haben wir eigentlich einen kleinen Schlüssel? Nein, haben wir nicht. Super, okay. Gut, ich schätze mal, dass da drin, wenn nicht, haben wir ein kleines Problemchen. Aber mal sehen. Und... Wow, es ist ein Glücksamulett. Ah, nein! Das kann nicht sein. Oh Mann, ey. Jetzt kriege ich so ein klein wenig die Krise. Ja, gut, okay. Ich hätte gerne ein Schlüsselspiel. Wo habe ich den denn verpasst? Ah, ein Nebenraum. Na okay, das ist mir jetzt nicht direkt aufgefallen. Na gut, das erklärt natürlich einiges. Oh, hier haben wir so eine richtige coole Gruft, ey. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß schon, was hier auf einen lauert. Oh, wow, cool. Das ging schnell. Super. Ich wollte mich trotzdem eigentlich ein wenig umsehen. Ich glaube, das muss man sogar, oder? Sonst wird die Leiter nicht runterfallen. Oh, hier haben wir ganz besondere Gegner. Schaut euch das an, hä? Huh? Das sind mal Zombies, hä? Die sind richtig creepy in Wind Waker. Oh, oh. Stirb! Oder was auch immer, keine Ahnung. Du bist ja schon tot. Ja, die bleiben halt auch eiskalt liegen. Okay, jetzt dauert ein bisschen. Oh oh, das... Ah, nein! Machen wir echt gut Schaden, ja? Weil wir im Heldenmodus spielen, erst recht. So, 10 Rubine gibt's immerhin. Als Belohnung. Und nochmal 10 Rubine, sehr schön. Dann schätze ich mal, dass hier noch ein Zombie ist. Natürlich. Hilft das eigentlich? Kann man dich vereisen? Das geht. Oh, das war vielleicht nicht gut. Erstmal mit dem Hammer draufgehauen. Klonk. So. Alles klar. Nochmal 20 Rubine abgestaubt. Hier auch. Ich glaube, der nächste Raum wird ganz cool. Vielleicht kriegen wir dann schon das Sanction-Item. Ich denke sogar fast, ja. Oh, super awesome. Ich sag ja, ich liebe den Terra-Tempel eigentlich. Hat einen richtig schönen Aufbau. Er ist so halblinear, sage ich mal. So ein bisschen, ne? Erst ist er relativ linear, später wird er ein bisschen offener. Und an sich hat er einfach auch ein sehr cooles Thema. Oh ja, diese Gruft sieht auch toll aus, ne? Das darf man schon mal bewundern. Ach ja, Cell-Shading ist einfach so toll. Ich liebe den Look. Mensch, das ist großartig. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Was bist du denn für einer, ha? Rums.
Man muss ein bisschen aufpassen bei den Dingern. Wow, ich mache halt überhaupt keinen Schaden gerade. Super, jetzt setzt er sich wieder zusammen. Das können die nämlich. Mensch. Ich glaube aber, der Hammer müsste sehr effektiv eigentlich sein gegen die. Ich würde halt ganz gerne mal ihn hier treffen, ne? Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich habe mich noch nie so dämlich angestellt gegen so einen. Halt, Moment. Ach, die Keule, ja. Stimmt, das hätte ich machen können. Aua, Mensch, das gibt's doch nicht. Was macht denn der? Kameraführung ist auch für die Tonne gerade. So, damit müsste es eigentlich klappen. Nein! Nein! Ich habe mich noch nie so dämlich angestellt, oder? Das gibt es doch nicht. Was ist denn das hier? Nein, 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 Link. Du kannst auch mal in Deckung gehen, ja? Und du kannst mal damit aufhören. Das würde auch gehen. Ich habe ihn gefühlt null Schaden so ziemlich gemacht, ja? Ha. Das Gute ist, er hat jetzt erstmal keine Waffe mehr. Das sieht ja lustig aus. Was? Oh mein Gott, das habe ich noch nie beobachtet. Kennt ihr das? Das ist ja total lustig. Nein, die setzen sich ja immer mit der Keule zusammen. Ich wusste nicht, wenn man die Keule klaut, dass er sich den Arm ausreißt und mit den Arm als Waffe benutzt. Das ist ja total lustig. Oh mein Gott. Vor allem, wie er es geguckt hat, das habe ich noch nie beobachtet. Richtig lustig. Das müsste auch gehen, ja. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Richtig cool einfach mal. Dieser Humor auch wieder, ne? Klasse. Ach Gott, jetzt kommen ja zwei davon. Stimmt. Da war ja was. Ja, aber es ist ja super, dass man denen die Dinger einfach klauen kann. Und dass die im Prinzip total handicapped. Das wusste ich nämlich so noch nicht, ehrlich gesagt. Nein, ich mache das ja so oder so ganz gern, dass ich Gegnern mal die Waffen klaue. Weil das halt in dem Spiel einfach ein richtig tolles Element ist. Stimmt, Bomben waren, glaube ich, noch ganz gut gegen die. Ha, das habe ich jetzt ganz vergessen. Sehen wir doch mal. Ich glaube, das müsste die auch eigentlich direkt zerlegen. Ja, das funktioniert auch. So, so machen wir das. Ich glaube, das dürfte eine sehr gute Taktik sein. Dann einfach mit dem fetten Keule drauf. Flop. Aua. So, wo bist du? Ups. So, also die Keule war auf jeden Fall effektiver als unser Schwert, das hat man sofort gemerkt. Ein Unterschied. Aber jetzt haben wir auch ihn erledigt, so. Einfach nur genial, also das war ja echt lustig mit dem Arm ausreißen, oh Mann. Genial, genial. Was man nicht noch alles feststellt, ne? Das liebe ich halt so manchmal an dieser Spielerei, ja. Selbst nach Jahren, manchmal entdeckt man doch noch was Neues. Und denkt sich dann, wow, okay, diese Detailverliebtheit ist ja echt nett. Sehr kreativ. Und ich meine, in Breath of the Wild gibt es doch sogar dann die Arme als Waffe, ja. Total lustig. Yay! Freuen wir uns erstmal über den Spiegelschild, ja. Bevor ich hier weiter das lustig finde mit dem Arm. Aber ja, das musste man einfach loswerden. Hast du ein Spiegelschild gefunden? Mit ihm kannst du Licht bündeln und reflektieren. Sehr gut. Also haben wir jetzt dieselbe Funktion, die wir mit Medoli eigentlich auch haben. Und das Ganze können wir natürlich auch wieder kombinieren für richtig schöne Spiegelrätsel, ja. Und an sich sieht das Spiegelschild natürlich auch sehr schön aus, wenn man das Masterschwert in Händen hält, natürlich insbesondere. So, jetzt können wir auch ein wenig Licht reflektieren. Und die Sonne da oben freut sich. Yay, happy. So, gehen wir jedenfalls raus aus dem Raum. Wir haben alles erledigt, was wir erledigen sollten in diesem Raum. Sehr cool, das Dungeon-Item, Mensch. Und das Spiegelschild ist einfach total awesome. Was soll das? Denkst du, du kannst dir einfach deine Lampe hinschmeißen? Bam! So. Nein. Oh oh, das könnte problematisch sein. Du bist nicht gespiegelt mehr. Oh Gott. So, tiefgekühltes Hackfleisch. Wie immer. Die sind schon echt gemein zu denen, was?
Ich glaube, eigentlich muss Medo wieder hoch, aber ich will jetzt erstmal den hier ausschalten, wenn es geht. So. Die halten ja auch nicht viel aus an sich. So, okay. Dann brauchen wir jetzt mal ganz kurz Medolis Hilfe hier. Yay. Ach, das macht so viel Spaß mit dieser Mechanik. Ich liebe es einfach. Ist schon echt cool gemacht. Muss man schon einfach mal sagen hier. Da haben die sich echt Mühe gegeben. Das funktioniert. Das ist gut. So muss das sein. So, das sollte eigentlich passen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir... Genau. Seht ihr hier? Können wir das umlenken, um hier den Durchgang freizuräumen? Was kriegen wir denn hier Schönes, ne? Huh? Gleich mal ein praktischer Einsatz unseres neuen Items. Ah, ja. Ups. Gleich mal sehen. Und wenn man das mit Medoli umleitet, scheint hier schon wieder was zu sein. Interessant auf jeden Fall. Medoli. Moment. So. Kommst du gleich mal wieder zum Einsatz hier. So, das sollte, denke ich, funktionieren. Alles klar. Ach, ich liebe es. Das sind ja einfach sehr coole Rätsel. Sehr kreativ. Was haben wir denn hinter diesem Gang, ha? Eine weitere Schatzkiste, wer weiß? Einfach nur eine Menge Geld. Was auch ganz gut ist. Das ist echt nicht schlecht. So, gehen wir mal weiter. Ah ja, wer erinnert sich noch daran? Da waren wir auch schon mal. Kann Medoli bis ganz dahinter eigentlich fliegen? Ha, interessant. Moment. Und irgendwo hier müsste auch noch eine Swingle-Statue sein. Ich habe keine Ahnung, wo die im Terra-Tempel ist. Das ist mein Problem. Es könnte nämlich sein, dass die schon irgendwo ist. Das ist die Frage, ob wir was mit Medoli hier machen können. Schon direkt. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, hier sollte man echt einfach nur durch. Aber, weil ich da drüben dieses Gitter sehe, das finde ich gerade relativ interessant. Da fliegen wir mal rüber. Würde ich einfach mal behaupten, dass das eine ganz gute Idee ist. Vielleicht auch erstmal da drauf. Das müsste auch gehen, oder? Ja. Das haben wir eigentlich da. Da ist keine Plattform oder so noch, ne? Okay, alles klar. Aber das sieht so aus, als liegt das noch in Reichweite von Medoli. Ach so, das ist nur der Käfig, wo sie eingesperrt werden kann, glaube ich. Ja, wenn Gegner sie mal fangen sollten, was möglich ist, dann müsste sie da drin landen. Ich glaube, das ist mir nur im Terra-Tempel selbst noch nie passiert, also wirklich noch nie. In sämtlichen Playthroughs, die ich so hinter mir hatte in der Vergangenheit. So. Wie man sehen kann, ist auch schon klar, was man hier tun muss, ne? Das ist nicht so schlimm. Das hört gleich wieder auf. Das sehen wir doch mal. Es strahlt ganz hell. Und damit öffnet sich ein weiterer Gang. Rums. Ach, wunderschön. Ja, richtig hell auf einmal geworden hier drin. Gleich mal schauen, ob wir noch irgendwas mitnehmen können. Naja gut, Heilung gibt es ja keiner. Vielleicht sind hier ja noch Feen, wer weiß das schon. Lohnt sich immer mal hier ein bisschen nachzuschauen. So. Hier haben wir jedenfalls nichts, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal kurz auf die Karte. Haben wir das schon alles hier gesehen? Nein, haben wir noch nicht. Es gibt immer noch eine Truhe tatsächlich in diesem Geschoss. Da sollten wir vielleicht mal nachschauen. Moment, war das jetzt hier? Nein, der andere Raum. Ein Glück, dass da auch ein Pfeil angezeigt wird. Sehr praktisch. Das war nicht in jedem Zelda-Spiel immer so, ja. So, jetzt haben wir natürlich wieder diese total lästigen Dinger. Na los, verschwinde. Habe ich die jetzt eigentlich schon fotografiert? Ich bin mir gerade unsicher. Momentchen. Schwupp. Das Album ist auf ZR. Ah ja, da ist gleich das erste Bild natürlich so ein Ding. Wie praktisch. So, weg mit dir. So, hier war das Rätsel gleich hier. Ne, das müsste ein Raum weiter gewesen sein, ne? Okay, alles klar. Das heißt, wir nehmen Medoli mal kurz mit und das sollte eigentlich dann auch klappen, oder? Mit dem neuen Dungeon-Item hier. Bin ich da doch recht zuversichtlich, dass das was wird. Müssen nur schauen, dass wir möglichst schnell ein Ding vorbeikommen. Achso,
Doch, wir brauchen Medoli schon, aber nur für den Schalter. Boah, ich hasse es, ne? Ich hasse Wallmaster und Wind Waker. Wind Waker und Wallmaster sind somit die schlimmsten. Grässliche Dinger. Ganz, ganz furchtbar. So, genau. Hier kommen wir auf jeden Fall weiter. Irgendwas gibt's hier noch. Vielleicht ist das ja die Swingle-Statue. Ich weiß nicht. Müssen wir mal sehen. Ansonsten muss ich mich nochmal schlau machen. Hier ist tatsächlich eine normale Schatzkiste einfach nur. Dann mache ich mich da mal schlau, dass ich das im nächsten Part einfach weiß. Wieder ein Glücksamulett. Die werden uns wieder hinterhergeworfen. Aber damit ist auf jeden Fall hier schon mal 100% in diesem Geschoss. Das finde ich sehr gut. Dann können wir auf jeden Fall mal weiter. Auf geht's, zurück. Neue Wege stehen uns offen. Und das nutzen wir natürlich aus, ganz klar. Und eine richtig lange Treppe kommt jetzt hier erstmal. Ein neues Gebiet. Ah, aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja, okay. Das war jetzt ein wenig creepy gerade. Ich glaube, die Dinger müsste man abschießen können, oder? Nein, kann man nicht. Oh Gott. Was? Was hat man nochmal gegen euch machen müssen? Oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr. Boomerang-Methode? Geht das noch? Oh. Was? Kann man ihn auspusten? Ah. Okay, das war's. Gut, dann gab es auch noch eine Möglichkeit, gegen die vorzugehen. Ich war mir gerade etwas unsicher. Muss ich ja zugeben. Okay, da komme ich so aber nicht ran. Das heißt, ich locke die erstmal mit einem Pfeil an. Dann benutze ich das Blatt und dann einen Schlag drauf und gut ist. Na los, komm her. Wow. Was zum... Ja, komm her, los. Wahrscheinlich muss ich nochmal draufhauen. Na los. Er hat keine Lust darauf, oder? Kommst jetzt sofort hier rüber. Ja. So. Das war's mit dir, Freundchen, ja? Eiskalt ausradiert, würde ich sagen. So, hier gibt's anscheinend wieder was, was wir machen können. Ich glaube, wir sollten erstmal darüber fliegen. Ich könnte mir vorstellen, dass da eventuell die Swingles-Statue noch ist. Weil die will ich auf jeden Fall mitnehmen, das habe ich ja schon gemeint. Mit Medoli kann man ja auch rüberfliegen. Ich glaube, wir müssen uns einfach mal was trauen. Könnte sein, dass das schrecklich in die Hose geht. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Wallmaster und ich kann nichts machen. Oh oh. Ach, Moment, doch. Oh, cool. Sind das welche, die einen direkt reinziehen? Ich hoffe nicht. Oh, dieses krasse Geräusch auch immer, ne, von den Wallmastern in diesem Spiel. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da drüben eventuell eine Bombe gelegt werden kann für eine Swingle-Statue. Du bist hoffentlich nichts, was mich direkt reinzieht. Danke. Oh oh. Nein. Oh Gott, das habe ich mich. Dachte, er wäre schon besiegt gerade. Weil ich so ein bisschen gebraucht für den nächsten Schlag. Das war, hat zum Glück noch nicht den Moment ausgemacht, dass er mich packt. Bin ich froh. So, ich weiß es nicht. Mit ihr kann man wahrscheinlich problemlos wieder hochfliegen. Ja, bei mir müssen wir irgendwie rüberkommen. Na, ich hätte es ja einfach direkt... Man kann sich ja auch fallen lassen. Das hätte ich einfach mal tun lassen. Tun müssen, ne? Ja, hier wirkt wieder das, genau. Etwas ärgerlich. Ach so, ja, wir sind ja reversed. Meine Güte. Aber die will ich auf jeden Fall mir noch krallen, ja? Falls die da sein sollte. Das weiß ich ja nach wie vor nicht. Aber ich vermute es sehr stark, denn das ist etwas arg auffällig. Und meistens war das dann so, dass die das so geplant haben. So, gleich mal rüberfliegen, Medoli. Alles klar. Wie sie gerade geguckt hat, einfach so, was musstest du auch runterfliegen, du Arschmensch. Gibt's doch nicht, ey. So, und jetzt direkt mal runterdrücken. Ja, ich glaube, das war die Lösung. So muss man das auch angehen. Okay, ja, das sieht auf jeden Fall so aus, würde ich sagen. Ups. Das kommt nicht in die Tüte, ja. Wir droppen wahrscheinlich auch nicht unbedingt obligatorisch Bomben. Die werden schon einen Grund haben, ja. Legen wir mal die Bombe und sehen, was passiert. Ich bin mir echt ziemlich sicher. Ja, dachte ich es mir doch. Sehr cool, sehr cool.
Dann können wir hier drin eigentlich nicht mehr wirklich viel verpassen. Die Terra-Tingle-Statue. Sehr cool. Ah doch, da kann man sich doch dran festhalten. Das wollte ich gerade einfach mal überprüfen. Ah, so, wir müssen wieder rüber. Das klappt hoffentlich. Nein, das klappt überhaupt nicht. Mensch, was ist denn das schon wieder hier? Unglaublich. Dann geht's eben manuell nach oben. Nochmal einen kurzen Blick dann auch auf die Karte werfen. Das wäre vielleicht auch ganz sinnvoll. Na, das hält aber jetzt diesmal ziemlich lang. So, sehen wir nochmal kurz nach. Ah, ja, ja, hier gibt's doch noch so einiges zu entdecken. Ja, der Tempel wird auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, glaube ich. Ist wie gesagt ein etwas längerer Tempel. Aber ein sehr spaßiger. Jetzt sind wir weg vom linearen Anfang. Jetzt geht es ein bisschen freier weiter, wie ich schon sagte. So. Alles klar, Leute. Den Weg hier sprengen wir uns beim nächsten Mal frei. Und dann würde ich sagen, ja, mal sehen, ob wir es schon zum Boss schaffen. Ich bin mir noch etwas unsicher. Das könnte schon noch ein Part mehr dauern. Aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber wie auch immer, Leute. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda Wind Waker HD.